Tag. Servus, da sind wir wieder. Das kennen wir ja schon alles aus der letzten Folge. Wir sind die Ranger. Mal sehen, was ich meine. Kannst du uns hören? I can hear you making fucking fools of yourselves. Ach, ich krieg ja. Those slackers tell you what to do. Oh, the better yet, just kick their asses like I told. Fucking vandals! You really did it! Unbelievable. You killed it! Sure. Okay. Blablabla. Seems like a reasonable. And that how he ended up in this. Crow may be a little. If violence is the only. Good. Now what? Ihr müsst uns nur aus dem Weg gehen. Sorry, being in the way is the only leverage we've got. We're not moving. Not without a fight, you won't. Okay, also müssen wir kämpfen. Oh Gott, mit nicht tödlichen Waffen, wie soll das denn funktionieren? Hau ihn mal eine rein. Und noch ein. Sehr gut. Okay, wir sollen ja nicht alle töten, hat er ja gedacht. Ne? Nicht alle. Wir können. Machen wir aber nicht. Ja, hier, komm. Gottschmo. Hier, den Sniper, den musst du mal weghauen. Oh Mann, es kommt noch mehr. Ah, die Kiste ist explodiert. Oh Junge. Rein. So, wieder einer weniger. Aus der Reichweite. Komm, kümmerst du dich um den? Alter, was war das denn für ein Schuss? Scotchmo. Der muss weg. Komm jetzt, nicht daneben hauen. Jawohl.
Wehe, mein Huhn stirbt gleich. Da nicht raus. Ahaha. Schwein gehabt. Und nochmal. Saubere Sache. Den haben wir gleich. Als nächstes kommt. Alter Junge, wo schießt du hin? Eis, was ist mit dir? Keine Ahnung, was da los ist. Darfst du ihn jetzt noch viermal eine runterhauen? Okay, machen wir Zug da hinten. Hey, lauf doch nicht weg. Einer von euch stirbt jetzt, glaube ich. Ach Gott. Oh. Gucken, vielleicht kriegen wir den ja noch. Nee, den kriegen wir nicht. Und nochmal. Sehr schön. Wow, du hast getroffen, nicht schlecht. Schade. Oh, jetzt wird er sterben. Der wird sterben. Hol uns lieber den. Pyro-Exo-Anzug. In dem Anzug könnt ihr einen Kaminboy-Body checken.
Hohoho, warte, warte, warte. Minimi. Und wenn du größer wärst, wird er bestimmt richtig cool aussehen. Okay, haben wir die auch geplündert hier? Ich glaube ja. Gehen wir erstmal hier rein. Okay. Feuerlöscher kennen wir schon. Den kennen wir auch schon. Das scheint so ein Standardding zu sein hier. Luis, Baby. It's Florinda. Listen, I just want to let you know, if anybody tells you I pulled an Utter McKinley, it's not true. I just got sick of this place and decided to take an early retirement. With benefits. Gotta lay low for a bit. But I'll be back soon. And then we'll finally be able to get out of that damn camp. Love you, Baby. No! That trap should have killed you! Wait. You're not Bucko. Who are you? We need a dinner. Was machst du hier drin? I'm Luna Moon, ventilation technician. When things went bonkers out there, I knew I'd get smushed by one side or the other, so I just locked myself in this closet. Is it safe to get out of here? Die Situation da draußen ist immer noch ein wenig brenzlig. Bleib lieber, wo du bist. Oh boy, okay. Home sweet closet. Okay, see you around, I guess. Ich hoffe, ich vergesse die nicht. Wird die alte ganz sicher vergessen. Vermissen wollte ich schon sagen. Okay, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. This door leads to a multi-purpose incinerator workspace. Kriegsroboter Montagestation 1. Montage beim Montagebein. Alle Komponenten erhalten und bereit zur Montage. Ja, Beineinheit zusammenbauen. Jo. Ah. Den Torso des Kriegsroboters den Beinen verbinden. Das finden wir hier wieder. Hi. Boy, I hope you're here to relieve me. I've had to piss for like 2 hours. I'm Keith, by the way, fire suppression expert. At least that's what it says on the badge they gave me. Doesn't really take an expert, though. Just a really strong bladder. Well, you stand on this plate and... That's it, actually. You just stand on the plate until the next shift comes along. I guess that's you. Wie dumm das ist. Warum stellt man nicht einfach eine Kiste drauf oder so? Oh, that's not good. Well, scary, huh? Well, exactly, man. Why do you think I'm so happy to see you? So, can I go? Cause, man, I really gotta go. Oh, come on. Really? Einen Moment, du darfst sofort gehen. Feuerlöschsprüher. Kann man damit das Ding hier zumachen? Told me $2 bought me a 10 minutes break. It's only $5. You
You're saying a robot can't do math? You're a liar and a slacker. Get back to work. But Pink, show 'em what we do to slackers around here. No! Leave him alone, Buffo! He wasn't late and you know it! Back off, Crow, or you're next! Der Provost, geh weg da, Mann. Der folgt mir jetzt trotzdem, ne? Was ist denn? Wenn ich Minimi nehme. Okay. Where did you guys go? Warte. Ja, chill mal, Wilma. Where did you guys go? Thanks. Now, get on the plane. I'll wait. Thanks. Okay. Just make sure you stay there and keep the fire on. Cool. Kein Problem, Alter. Lass dir ruhig sein. Did I make it? Woo. I made it. Alter, ich dachte, er geht jetzt auf Toilette und dann pisst er erstmal hier runter. Aber man sieht noch nicht mal einen Pipi-Strahl. Ich weiß, was er für ein Gefühl hat. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr auf Autobahn im Stau seid und so dringend pissen müsst, dass ihr denkt, eure Blase platzt gleich? Und dann geht ihr einfach über die Leitplanke und pinkelt da irgendwo am Busch hin? So fühlt er sich gerade. Ganz schön großen Tank. Okay. Ja. Na, kommt noch was? Oh, Junge. Aber Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Hier lang. Sind wir noch am Pissen? Alter. Der geht aber nicht für immer pinkeln jetzt, ne? Der kommt zurück. Oh.
Okay, ich glaube. Ja, ich dachte, ich könnte das Feuer damit löschen. Ich glaube, der pinkelt jetzt für immer, ne? Oh, shit. Thanks, dudes. Thanks again, dudes. I'd still be on that blade if it wasn't for you. People still fighting. Junge. Ich dachte, der kommt wieder zurück oder so, aber hey, okay. Ja, dann viel Spaß beim stundenlangen Pipi machen. Schlagwaffe. Energie-Exo-Anzug. Den krall ich mir natürlich. Bei diesem Anzug fühlt ihr euch ganz kribbelig auf eine positive Art. Panzerung 7. Oh, die ist ja komplett besser als meine jetzige. Okay, der Hell. Der Hut passt überhaupt nicht, aber okay. Warte mal. Wir machen einmal hier bei Minimi. Auch mal eben rein. Chemischer Synthesizer, okay. Oh, ich wollte eigentlich den Helm da, okay. Okay. What the fuck? Beschädigen das Angriffsgerät und das darf nicht gestattet werden. Use the non-lethal weapons, so you don't damage Steel Town. Hold up, crew. Looks like Markham's hired some human muscle. Who the fuck are you, assholes? Dennis, was geht hier vor? Wir wurden von Markham geschickt. Warum zerstört ihr ihr Eigentum? Because she thinks we're her property too. We're not gonna take it anymore. Not talking to any more intermediaries either. It's Markham we want to talk to, and we're gonna turn you jackasses into a message for her, and we're gonna spell it in blood. Sure you are. You wouldn't be down here unless Markham sent you. Come on, crew. Let's wreck these goons. Legt euch mit uns an und wir bringen euch wirklich um. Kein nicht tödlicher Schwachsinn von Markman. Jetzt verzieht euch. Shit, Reg. I think they mean it. Yeah, Reg. I'll take a zap or two for the cause. But I want to see my family again. I'm out. Fucking weekend warriors. Where's your devotion to the cause? Where's your devotion to Crow? All right, you thugs. Guess I'll just fight you myself. I'll send you back to Markham in pieces. Oh, God. Shit just got real. Okay, da kümmern sich meine Nahkämpfer drum.
Okay, kloppen wir den eine rein. So. Der hat schon mal 8. Den haben wir auch gleich. Der war ja easy peasy. Halt! Falsche Waffe. Gib's ihm! Okay, Scotchmore, der war sowieso schon ganz gut angeschlagen. Ich gebe ihn jetzt an. Ziel erfasst, aufgepasst. Dieser riesige Powerlader hat eines eurer Truppmitglieder herausgefordert. Er wird sein Ziel mit voller Konzentration verfolgen, bis er einer von ihnen tot ist oder ein Statuseffekt ausläuft. Haltet eure Ranger aus seiner Reichweite oder findet einen anderen Weg, ihn zu verlangsamen oder ihn unbeweglich zu machen. Okay, warum steigt das hier? Okay, er ist außer Gefecht. Lauf mal, Butterfly. Tu mal was für dein Geld. Schön auf 5. Sehr gut. Lass doch mal Scotchmore in Ruhe, Mensch. Gut gemacht. Gut gemacht. Oha. Das Huhn haut ganz schön rein. Oh Mist. So, was haben wir jetzt Feines gekriegt hier? Nix. Hier, ich wollte euch sagen, keine Kiste hier? Kann doch gar nicht sein. Probedisk für eigenmächtige Abwesenheit. So. Wieso mache ich eigentlich immer so? Ich merke das selber immer. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ja, wir sind wieder leider am Ende angekommen. Und ich schätze mal, hier wird jetzt gleich der Torso drauf geknallt. Dann kommt noch Arme und Kopf, schätze ich mal. Und dann sind wir durch. Vermute ich jetzt einfach mal. Mal schauen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.